Hi, willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. So, mir holt der Tim ab und ich habe die Mannschaft ein bisschen umgestellt. Und zwar, wie man sieht, ich habe hier unser neuer Mech-Soldat drin, den habe ich mal umbenannt, das ist ab jetzt der Carsten. Und das ist hier ein anderer Soldat, irgendwie schwerer Soldat war das, glaube ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er jetzt den Nahkampfangriff. Der hat logischerweise Begleitschade. Aber ein Körperschutzschild. Das heißt, der ist nicht so gut zu treffen. Von einem nächsten Gegner. Dann haben wir immer noch den Martin dabei, Felicia, Jay, Nico, Silke. Das ist, glaube ich, okay. Wir haben einige Granate. So schwere Soldaten. Dann gucken wir mal. Wäre nämlich cool, wenn der Carsten, also der neue Mech-Soldat, eine Beförderung kriegen könnte. Das wäre nicht schlecht, ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Begleitschade. Ja, er schießt ja nicht so gut, aber man muss es ja mal probieren. Dann kann der Stefan nur ein bisschen chillen. Der war jetzt sonst in jeder Mission dabei. Der gute Kerl will auch mal ein bisschen an der Bar einfach nur abhängen. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen. Wahrscheinlich nur hoffe, dass der Carsten jetzt seinen Anzug kaputt macht. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziele wurden aktualisiert. So, dann. Ziele wurden aktualisiert. Jay geht mal ran, Carsten. Ja, Reichweite. Und doch eine Granate. Super. Genial. Dann kann man doch recht gute Beförderung geben, denke ich. In Bewegung. Zirkel kommen näher. Felicia, du kommst mal. Ja, kommen wir auch ein bisschen näher. Nico. Rücke vor. Martin. Ja, Martin spurtet mal hierher. Wir haben hier immer noch den Tim. Tim, wo bist du? Hier ist der Tim. Sehr schön. Und Tim, würde ich sagen, der spurtet jetzt mal da hin. Weil unser Sender ist relativ weit entfernt. Mal gucken, ob ich uns noch ein bisschen... Nein, du bleibst schon hier, Nico. Mach mich los. Lass mal kurz gucken, was habe ich denn hier gesehen? Nix. Rücke vor. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie nichts nähe. Der Carsten soll nicht zu viel. Nur gerade ein bisschen und dann kann es Silke. Oh, Silke könnte weit. Okay. Silke geht man nur hier hin. Okay. Mehr meine ich jetzt nicht. Ich bin hier. Oh, okay. Sehr schön. Von Exalt war noch nichts gesehen. Dann bedeutet das, der Tim. Ah, der Tim kommt direkt hierher. Das ist praktisch. Dann könnte man denn nämlich. Wenn unser Agent nah genug rankommt, um sich Zugang zu einer von Exalts Funkrelaisstationen in der Gegend zu verschaffen, kann er mit den Verschlüsselungscodes aus den Daten des Feindes dessen Kommunikation vorübergehend deaktivieren. Richtig. Das wäre so das Ziel. Carsten. Okay, noch keiner. Auch gut. Felicia. Du mischt ein bisschen. Noch am Überlegen. Nico, du könntest mal hier hingehen. Silke. In Bewegung. Felicia, warte mal. Gute Jay, du spurtest mal, würde ich behaupten. Triggerst du hier was? Gut möglich, aber du musst eh vorne ins Getümmel. Ah, triggert noch nichts, sehr gut. Dann würde ich sagen. Renne. Felicia kommt hierher. Nico. Du machst am besten nichts. Martin. Martin.
Oh, hierher. Bring ich dich irgendwie dort oben hin. Silke. Ah, du hast gut die Reichweite, du machst erstmal gar nichts. Carsten, halt auch die Füße still, beziehungsweise Feldpuste. Was war das für ein Geräusch? Was war das wohl für ein Geräusch? Das war Exalt. Oh, ach, Carsten ist mutig. Wow. Wow. Tja. Exaltkräfte sind in Position, um den Kodierer zu hacken. Direkt weggehauen. So, jetzt müssen wir aber uns booten, würde ich behaupten. Carsten. Carsten kennt hier gar nichts. Dann vor 70%. Ja, der zieht hier richtig gut Ware zur halber Rekrut. Okay, Carsten, der will's wissen. Also, der will's wirklich wissen. Nico. Bin dran. Fahren wir nur hier hin. Ich könnte Nico aber auch noch vorne rennen lassen. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay. Silke, geh du nur hier hin. 45. Na komm, probieren wir mal. Kostet nichts. Wow. War getroffen. Na, aber hallo. Jay, kannst du? Jay. Planen wir was. Jay ist natürlich absolut mutig, weil der von Exol, der wird wahrscheinlich eh nichts machen. Ach du, ich sehe es sogar, das hätte ich nicht gedacht. 99%. Gib ihm. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich ihn hier nicht ziehen und könnte Overwatch machen, aber na gut, ich meine, beschwere mich nicht. Elisha, hierhin, du brauchst Höhevorteil. Ja, du brauchst nicht, aber es wäre gut. Nicht gut. Oh shit, fuck. Achtet auf die Flanken. Sie rücken vor. Jaja, das, Nico, kannst du was machen? Ja, fast. Okay, Martin. Auch noch da. Was ist denn deine Chance? 30%. Wo kann ich hier irgendwie noch... Kannst du hier Experiment wagen? Kannst du bestimmt. Wo kannst du hin, Martin? Hier. Heading there now. Ah, warte mal, warte mal. Ah, Tim. Das dürfte sie zurückwerfen. Exos Leute werden einige Zeit zu tun haben. Das ist gut. Und jetzt können die jetzt nämlich auf uns, nicht auf uns schießen. Das war schon mal gut. Wow, das soll jetzt sogar funktionieren. Ist es wichtig, dass ich das so Ding... Oder ist es egal, dass ich das Ding zerstöre? Weil sie können uns eh nichts machen. Brauche ich eigentlich gar nicht. 30%. Komm, Martin, versuch's mal. Holozieren, gut, ist dann so tragisch. Ja, Tim, Horn weg. Na, ich viel Möglichkeit, der hat er doch nicht, der muss nämlich erstmal nur laden. Insofern. Ah, gut, der ist hier runtergegangen. Was machst denn du jetzt? Bewege ich zweimal, das ist eine ganz schlechte Idee. Okay. Commander, mehrere Feinde bewegen sich auf Strike Ones Position zu. Feindliche Verstärkung rückt vor. Hey, 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 was machen die doch alles beim Felicia? Das geht hier überhaupt gar nicht. So, warte mal. Jay, du kannst einen auf jeden Fall killen. Carsten. So, Carsten, geh mal hier hin. Genau, das war so der Plan. Der Carsten macht sie einfach nur alle nieder. Der macht sie alle höchst brutal nieder. So, Nico. Bin unterwegs. Das sieht aber der Kenner.
Das ist aber ungut. Silge. Wie studierst du noch? 65. Na komm, probier's mal. Oh nee, das war völlig daneben. Na gut, dann ist das da wohl die Aufgabe vom Jay, würde ich behaupten. So, der hier ist erstmal auf der Hecke und der Jay kennt doch gar nichts. 12 Grad. Okay, gut. Direkt vor den Haars. Was war denn das jetzt? Bonus-Move. Dann gehen wir auf Feldpost, du guter Jay. So, Felischer. Bin dran. Ich weiß, hier hinten ist noch einer in der Nähe, aber wenn ich jetzt erstmal wenig mache. Was ich machen könnte, warte mal. Tim. So, Tim kann sich tarnen. Okay, das ist ein Scharfschütze, der kann jetzt so viel machen, nehme ich an. Martin, du kannst nur was tun. Scheinbar ist kein Bock für den Martin hier, ohne Deckung hinzustellen, aber du kannst nur flankieren. Martin, komm mal hierher. Ich wirklich dem schon mal in die Abgabe. Ne, das da will ich das alle wegspringen. Ne, der Martin macht einfach mal gar nichts. Wasserfeld pusht und der Nico. Nico auch. Die könnte eigentlich nicht so viel machen, wir haben so viel Rüstung. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die uns großartig treffe. Und so großartig was ausrichte. Ne, auf die Entfernung mit der Schrotflinte. Jay kann viel, aber Jay ist eh der Nahkampfprofi. Was machst schon du? Oh, Martin hat dich in Sicht, aber schießt vorbei. Nur gut. Passt auf die Seiten auf! Wir umgehen dich. Ja, 5 Schade, das ist alles in Richtung abgefangen, aber kein Problem. Der sich ja näher bei der Jay. Das ist. Kann ich gar nicht verstehen. Okay. Felischer, zeig mal, wie man schießt. So. Der das Amok ziehen. Dann würde ich behaupten, der Nico kommt hierher. Jede Feldposte, der Martin. Martin spurtet mir darüber an. Du helfst dem Felischer, bis hier falls noch mal so vor lauter Exalkerl herkommt. Silke und doch eigentlich hierher, hätte ich behaupte. So, Carsten, du könntest einfach mal nur laden. Tim, machst du erstmal nichts. Jay. Ja, Feldpursche, wieso eigentlich nicht? Commander, zusätzliche Feindverbände sind im Anrücken. Der Nico kann aufschießen. Ah, schießt vorbei. Ziel verfehlt. Silke, Darf und der Jay. Wow, was macht denn der? Du hast ja. Der Macke. Silke haut den immer weg. Genau, fällt vom Haus runter. 40%. Ach, guck mal, der Hinne, wer der Hinne steht. Genau, Carsten, geh du mal der Hinne an. Dann kannst du die Hülle aus dem Tor raus flankieren. Sehr schön, sehr schön. Ja, wen haben wir dann hier noch? 60%, komm Nico. Probier es einfach nur. Oh, okay, Nico will da noch einen Kill haben. Einwandfrei. Welche war's, Nico? Du nur lade. Martin. Ne, Martin geht auf Feuerschutz. Vielleicht kommt jemand.
Tim ebenfalls. Jay. Ladmonor, wieso eigentlich nicht? Und Felischer, Guido Feldpunkter. Ja, will Kenner kommen zum Spiel. Ich habe noch so viele schöne Sachen, wo ich ausprobieren will. Mag denn keiner? Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Ja, kein Problem, kein Problem. Okay, Silga hat scheinbar getroffen. Okay, und Fischer, ja. Ja, die macht mal total nieder. Was? Gibt's so wohl nicht. Recht sagst du hin. Okay. Oh, der lebt noch. Wow. Okay, jetzt muss ich nur schauen. Carsten kann auf den, ne? Der Carsten grittet alle gar weg. Einwandfrei. So, okay, stell dich mal näher dran. Wenn auch schon zu viel Lebensenergie versilgert, war der Schrotflint. Die ist ja nett gewachsen. So, Felicia. Bin unterwegs. Dann du mal umsattel. Okay, Laserpistole. Ja, den kriege ich da und den nicht. Nächstes Käso, Befürchtung. Zur Not machst du Martin mit Granat. Tim, geht mal hier hin. Da muss ich es nicht getan sein. Das war die letzte, das letzte Aufgebot. Sehr schön. Martin. Komm, mach mal kurz und schmerzlos. Garantierter Treffer. Der Sender wurde gesichert und wir orten keine weiteren Exalt-Truppen in dem Gebiet. Sehr schön. Also ich würde sagen, die Sorge um den Carsten war unbegründet, weil der hat so das quasi allein gemanagt und hat ganz schön aufgeräumt. Er hatte eine Basis, sie hatte nimmer Beförderung gekriegt. Das ist wohl ein schlechter Witz. Carsten, ich würde dir Beförderung geben, wenn es um mehr ging. Die hast du mehr als verdient. Daten so, ein paar Fragmente. Mögliche Position von Exalt-Basen eingegrenzt. So, und jetzt ist eigentlich eindeutig, die Exalt-Basis ist in Großbritannien. Das könnte man eigentlich auch machen. Dann hätte man das von der Backe. Ich wollte erst mal gucken, kann ich hier eine neue Forschung machen? Nee, kann ich leider nicht. Mir fehlen Waffenfragmente. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Was will denn Südamerika? Exalt-Scharfschützengewehre habe ich gar keinen. ist nicht so wild. So. Ich würde sagen, scannen wir kurz, ob hier irgendwas passiert. Anfrage. Jo, nehmen wir. Hier würde ich Enemy ausrüsten, die Teile. Ich bessere Sache an. UFO-Kontakt. Na, das ist doch nice. Da könnte noch ein bisschen Meld abgreifen. Ein kleines UFO. Speer. Ja, gerne. Wir machen absolute Overkill. Schicke uns Adimen hin. Ich glaube, der muss nur mal nach vorbei fliehen, dann geht das UFO kaputt. Wir sind fast größer als das UFO. Ja, fast. So, zack. So, Sky Ranger losschicken. Wir schauen mal. Ich würde sagen, der Carsten war so gut dabei, der kommt nur mal mit. Mir könnte. Ach, der Martin immer mitnehmen. Und der Brandsbob könnte ich mitnehmen. Oder warte mal, besser. Nimm doch nochmal ist. Nee, Silke ist auch schon. Warte mal, überlege.
Silge ist auch schon höchstes Level. Na ja, komm, den müsste ich halt mit. Der Jay kann eure Beförderung vertragen. Dann kommt er direkt mit. Der Nico kommt wieder mit. Das ist ja fast das Team vom letzten Mal. Den könnte man noch mitnehmen. Es fehlt noch. Mal gucken. Schwer Unterstützung, Sturm, Schwer Scharfschütze. Natürlich, Felischer. Oder soll ich mal ganz krassen unter Andreas mitnehmen? Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das wäre vielleicht. Das könnte man mal machen, oder? Probieren wir mal. Dann haben wir ein paar schwächere Soldaten dabei. Das machen wir mal. Okay, Carsten ist schon gut ausgestattet. Martin auch. Silke ist gut ausgestattet mit Medikits. The Jay ist. Ja. Jay ist fit. Nico ist fit und Andreas wird jetzt noch fit gemacht. Positionsgewehr, du brauchst noch eine Laserpistole. Jetzt nehme ich ein Lumitus Scope. Und warum? Alien-Granate wäre vielleicht nicht schlecht. Wie viele Rüstungspunkte hast du? Auf 15. Nee. Du nimmst keine Alien-Granaten mit. Du nimmst. Das sind 12. Warte mal, die mache ich anders da. Jetzt machen wir mal anders da. Jay, brauchst du das Ding unbedingt? Du hast 8 plus 18, du hast 6, 20. Wenn wir das so wegmachen. Ja, 24 geht da. Dann würde ich das Ding nämlich gerne ihm mitgeben. So, für ein paar mehr Trefferpunkte ist es so, ja. Und dann könnte man im Silke. Geben wir mal noch einen Pulsbogen mit. Können wir vielleicht noch viel fangen. Und dem sei Gewehr sicherer. Jo, ich werde fast sagen. Mit dem Team gehen wir an das UFO. Und Ziel wäre, dass es diverse Beförderungen hagelt. Besonders bei den Low-Level-Soldaten. Das wäre echt gut. Gut, machen wir so. Beim nächsten Mal nehmen wir das in Angriff. Und bis dahin dann. Bye-bye.